Es ist mir egal, wie etwas aussieht. Wenn ich mit dir reden möchte, dann möchte ich mit dir reden, okay? Ja. Und hör auf, so eine bösen Sachen zu sagen. Ich möchte nicht mehr, dass du sowas denkst. Okay? Ja, ich hab dich doch angeguckt. Wunderschönen guten Morgen gewünscht da draußen, meine Lieben. Komm her, dreh dich um, du musst es mal aufmachen. Du brauchst beide Hände. Der Mare steht hier schon gestriegelt. Und guck mal, welchen T-Shirt hat an. Wow. Er hat mir gerade das Bett hier schon wieder abgeräumt. Egal, mach ich mal. Alles liegt auf dem Boden. Ja, die Couch abgeräumt. Ich weiß auch gar nicht mehr, warum wir jetzt auch noch unten schlafen. Aber nun gut, das ist ein anderes Thema. Warte, ich überlege gerade. Handy habe ich, Hausschlüssel habe ich, Autoschlüssel brauche ich noch. Autoschlüssel? Autoschlüssel. Guck mal, hier aufmachen. So. Mama, guck mal, aber Stinkefuß. Ja, ein Stinkefuß, ne? Wo... Was ist mit einer Jacke, Maris? Möchtest du noch eine Jacke vorsichtshalber mitnehmen? Naja. Ja, Papa. Ja, Papa. Hier. Bist du... Hä? Nimm die mal mit. Das ist doch meine. Meine doch nicht. Doch, das ist deine. Die hast du nur schon ein paar Tage nicht mehr gesehen. Die ist so groß. Nein, die ist nicht groß. Doch, die passt dir jetzt gerade perfekt. Guck. Guck. Sieht super aus. So. Ach, das ist ein Schlüpfermütze, oder? Heute fangen wir an. Bye. Uns ein bisschen zu verändern. Hallo! Ist da jemand? Nein, aber nicht da. Achso. Autoschlüssel, Hausschlüssel, Portemonnaie, Handy. Okay. Das ist Käfer. Das ist Käfer. Kann man so. Nee, das ist einfach nur Unkraut. Das muss ich nur mal wegmachen. Hier auch. Hä? Meine Hecke wächst so schön, da freue ich mich voll. Mama, oh Mama, ein Fall! Ja. Wie kann man den jetzt da rausholen? Gar nicht, Baby. Deine Haare sehen so heiß aus. Naja. Wir fahren jetzt mal in die Kita, machen den ersten Tag, gucken, wie der läuft und danach melde ich mich wieder. Bis gleich. So, Party Peoples. Erster Tag Eingewöhnung. Oha, die Tüte ist aber schwer. Mama. Ja. Wer hat sich gestritten? Rocky und Charlie haben sich gestritten? Ja. Ja, das kommt noch mal öfters vor. Ja, hallo. So, so gerochen? Ja. Oh. Ich mach gerade schon. Was machst du, was gibt's? Ein Nudelauflauf. Oh, Alter. Ey, komm, ich habe extra keinen Reis oder Kartoffeln genommen. Kommt da Fleisch rein? Nein, es ist nur für uns. Ja, warum? So, jetzt sind alle zu Hause und warten quasi nur aufs Essen. Da muss ich mir nichts rauspicken. Genau. Und, achso, hier, das habe ich für dich und ja, Marlin. Nur bis meine Flasche da ist. Danach ja. Brauchst du mir nichts mehr mitbringen. Na doch, dann brauchst du ja Säfte oder irgendwas. Hä, ich trinke Wasser. Unika oder, ja, okay. Halt mir meine Bergfreundin an. Ich weiß. Ich guck mal, ob meine Bergfreundin mir schon geschrieben hat. Marlin hat sich eine Flasche bestellt, um für die Schule zu trinken. Mama? Ja. Um wie viel Uhr kommt so die Post immer? Jetzt hier einen Moment. Die Mama muss jetzt gleich noch arbeiten und die Mama geht nachher erst weg, wenn du wieder zu Hause bist. Mama, ich hab dich gefragt. Ich muss hier. Mama, du kannst sie doch eh nicht an. Ich muss um 18.30 Uhr im Elbe sein. Nein. Das heißt, dann muss sie losfahren um 17.30 Uhr. Ja, spätestens, ne? Ja, und ich muss mir alleine Schuhe kaufen. Ja, dein Job hier gar nicht mehr so viel. Das ist doch schon wieder kacke. Wieso, dein Essen ist jetzt gleich fertig? Du hast nur noch einfach mal 4 Stunden Zeit? Das ist doch voll viel. Genau, wir planen jetzt gerade hier so ein bisschen, was wir jetzt machen, wie wir was machen und schieben. Weil ich habe nachher noch einen Termin, da muss Matthias natürlich zu Hause sein. Ich kann, wenn du mit dem Seat fährst, ich kann ihn dir auch auf Arbeit bringen, wenn du willst, aber weiß ich nicht. Mit welchem bist du denn jetzt gerade gefahren? Ja. Dann kannst du ihn ja auch nach Hause bringen.
Maris, wie war es heute in der neuen Kita? Boah, richtig cool. Maris war sogar alleine da. Ich konnte mit Papa telefonieren in Ruhe. Echt jetzt? Ich konnte mir ein bisschen meine Arbeit angucken. Mit wem hat Maris gespielt? Ach, Mädchen haben ihm geholfen und dann hat er mit Jungs mit Bagger gespielt. Alles sowas. Aus deiner Gruppe? Ja, klar. Oder hat er mit Leuten aus einer Gruppe? Nein, es war nur gruppenintern heute. Mama, du musst Papa schützen und dann gehst du? Ich geh nicht. Da gibt es noch hier, ich muss jetzt noch gleich ein bisschen arbeiten. Wann geht Maris das erstmal alleine? Morgen. Morgen fahre ich ein bisschen ins Büro arbeiten und dann muss ich da Maris gleich wieder. Mami, ja? Ich krieg mich mal hoch. Mach mal den Nuckel raus. Wie lange bleibt Maris da? Mama, wie lange bleibt Maris da? Mama, willst du Mittagessen, ja? Essen wir mit Reis? Nee, das essen wir nicht, das ist Paras. Aber ich mag Reis. Ja, dann können wir morgen Reis essen, wenn du möchtest. Ich möchte gerne Reis morgen mit Hühnerfrikassee von Jeanette. Mann, ich bin aufgeregt. Wenn das Paket kommt, dann möchte ich das auch machen. Können wir dafür das Video dann aufnehmen? Also, ja. Geil. Nicht die Post aufmachen. Ich habe mich jetzt schon abgeschminkt, weil ich ja nachher noch einen Termin habe. Im Elbe-Einkaufszentrum wegen meiner Augenwimpern. Lieselotte, was? Hat's geschmeckt? Was? Die Schokolade? Da ist noch zwei Stücken dran. Warum bist du eigentlich so aufgestrappt? Wieso gehst du, erklär mir das mal bitte kurz, warum gehst du in die Schule mit Schlafanzug und wenn du weißt, dass du nachmittags, abends nochmal weggehst ins Einkaufszentrum, bist du auf einmal voll aufgestrappt? Ja, warum nicht? Okay, vor allem aufgestrappt, ich habe mir einfach nur ein anderes Oberteil angezogen, weil mir warm war. Stimmt, die Augenwimpern, die waren vorhin schon geschminkt, stimmt? Ja, ich schwör sogar. Ja, ich weiß, ich glaub dir das. Ich weiß nicht mehr, wann ja, das war. Okay. Uschi, dass du dann einmal schnell deine Aufgabe in der Küche machst? Das geht gerade nicht. Alexa, stopp. Psst. Weil ich, weißt du, was ich jetzt machen werde? Nee. Hier, komm. Hallo? Aufräumen. Ich gehe nach oben und beziehe das Bett. Düm, düm, düm. Okay. Dass du bitte einmal runtergehst und die Geschirrspüler machst und so. Ja? Was ist das? Was? Was ist das? Das ist ein Eimer gewesen, womit ich meine Schultasche reingekriegt habe. Und was ist das da an dem Zellstoff dran? Was? Was ist das da dran? Wo, was ist denn Zellstoff? Na da an dem Toilettenpapier oder was es ist. Das ist Dreck. Aus meinem Schulranzen. Okay. Denkst du, ich hätte da meine angekackten Tücher reingelegt? Nein, so habe ich das jetzt auch nicht gemeint, aber Mara, ja? Du machst jetzt bitte den Mach ich gleich, okay, Mara, hör mir mal bitte mal zu. Nein, du hörst mir jetzt erst zu. Ich gehe jetzt nach oben, beziehe die Betten neu. Ich möchte, dass die drei Dinger hier runterkommen. Lass mich dir zeigen. Da hinten vorm Fernseher, das wegkommt und so weiter. Ich kontrolliere das hier gleich, oh, das Schweinchen. Das mache ich. Ich mache jetzt kurz erstmal das kurz zu Ende. Das ist gleich vorbei. Mara? Ja? Nach diesem Spiel kommt der Computer aus. Okay? Ja. Okay. Du weißt auch Bescheid. Maris weiß auch Bescheid, aber der spielt hier halt, ne? Er hat gesagt, er braucht einen Schreibtisch. Er möchte die Küche nicht mehr haben, er braucht einen Schreibtisch, wo er malen kann. Okay. Ja, aber klar, weil die beiden Mädchen auch einen Schreibtisch haben, ne? Okay, hier ist sauber. Ich gehe aber trotzdem erstmal hier nochmal die drei Teile machen. So, es ist ja so. Ja, mach ruhig, mach ruhig. Es ist ja so, dass wir hier oben ein Schlafzimmer haben. Was wir schon seit geraumer Zeit nicht mehr benutzen. Und das Ganze hat auch einen Grund, mal abgesehen davon, dass es hier sehr rumpelig ist und man hier mal so die Sachen reingestellt hat und das quasi gerade eine Abstellkammer ist, was ist das hier? Achso. Möchte ich das nicht mehr. Ich möchte hier alles umstellen und möchte auch das Bett wieder benutzen und so weiter, also das Schlafzimmer einfach als Schlafzimmer benutzen. Und dazu zählt es, dass die Schränke einmal ausgeräumt werden, alles sauber gemacht wird einmal und so weiter und so fort. Und dazu zählt halt auch hier. Ne? Das ist ein bisschen Arbeit jetzt alles. Was ist denn das? Ist das zu fest oder was ist das Problem? Komisch.
Genau, das heißt, ich muss jetzt hier den. Hier, das steht auch so. Unsere Sachen hier. Ne? Ich finde, das muss einfach alles nicht sein. Und ich möchte gerne hier oben wieder schlafen und so weiter. Deswegen kommen jetzt die Koffer alle hier rein. Das ist Herr Matthias hier oben seine Ecke, wofür er eigentlich überhaupt gar keine Zeit mehr hat mittlerweile. Zum Beispiel sein ferngesteuertes Auto, das hat er bekommen zum Geburtstag letztes Jahr. Und er hat das noch nicht einmal benutzt, weil er einfach keine Zeit dazu hat. Wenn er jetzt diesen Vlog hier schneidet, dann denkt er sich, klar, ey, ich brauch mal wieder Zeit. Genau, also heißt das für mich, ich möchte gerne das Schlafzimmer wieder bewohnbar machen und das bedarf echt viele Waschmaschinen und Zeit. Also ich zeige es euch auch einfach nicht, weil ich das echt unter aller Kanone finde. Hier steht einfach wirklich alles reingestellt. Das sieht aus wie so ein Kellerabteil. Ja, nee, das will ich alles nicht mehr. Ja, Baby? Aua, was war denn los? Stecker. Warum hast du einen Nuckel im Mund? Guck mal, da kommen wir mit rein. Ja. Also guck mal, hier sind Papas Sachen. Genau. Und das wollte ich am liebsten. Das möchtest du am liebsten haben? Ja, da ist ein kleines Auto. Mhm. Also er hat zwei Autos. Und was sind das da oben für Sachen? Hubschrauber. Ach so. Aber das kann man auch Flugzeug nennen. Hm. Schön die Finger davon wegmachen, ne? Ja, der mag so viel. Hm. Der mag so viel Reis. Komm, wir gehen hier wieder raus. Wo ist das Licht? Oh. Dazu zählt auch hier der Treppenaufgang. Und wir haben einen Baum, einen Tannenbaum. Ja, das sind die Weihnachtssachen, ne? Ja, ich werde mich jetzt hier einmal hinsetzen und mal die Wäsche rausräumen und sowas. Okay. Also alles, was ich so rausräumen kann. Ich freue mich nicht aufs Büro. Nee? Nein. Warum nicht? Du bist da nicht gerne, oder was? Ja. Oh, okay, wie lange haben wir denn noch? Aber ich will komm mit runter. Ich komme gleich runter. Ich nehme mal ein bisschen Wäsche mit runter, okay? Weißt du noch nicht, welche Wäsche? Also ich suche ein bisschen Müll zusammen oder irgendwas. Ja gut, ich fange an und wenn ich so ein bisschen für mich eine Struktur habe, dann zeige ich es euch gerne mal. Aber so jetzt gerade ist es für mich echt nur eine Rumpelkammer. Ich meine, hier liegt sogar so ein aufblasbares Ding von meiner Mutter, die Matratze und sowas alles. Hier in der Ecke kommen die Koffer hin. Das werde ich jetzt auch erstmal machen. Koffer habe ich hier genug stehen. 1, 2, 3, 4 Koffer schon alleine. Dann der Tritt und Ventilator und all so die Sachen. Ja? Ja, auf die Treppe. Was machst du denn da? Eumel. Na gut, ich fange jetzt erstmal an und bringe mal ein bisschen was runter. Ich habe keine Ahnung, was. Hier, warum ist denn hier ein aufblasbarer Lolli? Der kann doch unten in Schuppen oder was? Das sind Sachen, die verstehe ich einfach nicht. Also Leute, ich habe hier einen Zettel, da steht, ich liebe Mama und ich werde mich jetzt ins Wohnzimmer stellen, die ist gerade auf der Toilette und dann werde ich filmen ihre Reaktion. Ich habe nicht so einen guten Kreis gemacht mit einem Zirkel. Das ist das erste Mal. Okay, schon. Ich liebe Mama. Oh. Ist das schön? Ja. Okay, soll ich dich schnell, wo ist der? Soll ich dich schnell aufs Trampolin? Aber nein. Ohne mit Rucksack? Mama? Mama? Da ist ein A. Da ist ein Strich. Achso, wieso hast du den vergessen, dick zu malen? Dankeschön, mein Schatz. Sehr schön. Guck mal, wie geil ich mit dem Zirkel den Kreis gemacht habe. Wer hat dir das denn beigebracht? Ich. Mach du. Sehr schön. Sehr schön. Thank you. Und Leute, ich fahre am Freitag mit meiner Freundin zu zweit auf eine Stoppelmarke. Kamen wir hier in der Stadt. Ja, und da fahre ich mit ihr alleine hin. Stimmt, ich muss sie noch fragen, wann wir uns treffen wollen. Love you. Okay, tschüss Leute. Boop. Nein, nicht Unfall machen, ey.
Da, Unfall. Guck mal, lass mal alle zu dir. Aber einer da hinten fehlt noch. Oh. Mama? Es war mich an. Nein, du sollst die andere. Also gib mir den mal ran. Okay, jetzt schiebt sie. Die bauen hier, keine Ahnung, schieben sich die ganze Zeit die Autos hin und her. Eigentlich würde ich gerne schon los wollen, aber auf der Waschmaschine steht noch 5 Minuten. Jetzt habe ich zu Matthias gesagt, dass er das bitte rausholen soll. Da habe ich jetzt die Matratzen-Oberdeckel-Bezug irgendwie gewaschen, von oben von den Betten. Ich werde das ganze Zimmer da oben jetzt einmal grundreinigen und leer räumen und dann werden wir da wieder starten. So. Ich nehme jetzt hier nochmal schnell die Wäsche ab und dann heize ich los mit den Kindern. Die beiden Mädels, glaube ich, wollen sich beide ein paar Schuhe kaufen. Was sollen sie machen? Wie handhabe ich das mit dem Geld der Sachen? Natürlich müssen sich meine Mädels keine Schuhe alleine eigentlich kaufen. Aber ich unterstütze es auch nicht, dass jedes Paar von Adidas, Nike etc. sind. Deswegen müssen sie einen Großteil an Geld dazu geben, wenn sie sonst so Schuhe kaufen wollen. Ja. Wie handhabt ihr das? Das würde mich mega interessieren. Schreibt mir das mal unten in die Kommentare rein. Warte, ich nehme nur noch die Wäsche ab gerade. Also, ich komme gleich wieder. Papa wollte eine Brotzeit mit dir machen. Brot essen und sowas, ja? Ihr könnt es jetzt nicht stehen lassen und machen das gleich weiter. Okay. Da ist doch so eine richtige Postbank. Tschüss. Wenn man so ein bisschen weiterläuft. Tschüss. Mama. Tschüss. Wo ist deine Postbank? Tschüss, tschüss. Wo ist deine Postbank? Also, man hat den Korb, muss ich jetzt erklären. Okay? Lauf. Nein! Echt? Gibt's? Ja? Ich kaufe dir keine Schuhe bei Deichmann, wollte ich sagen. Warum nicht? Ich kaufe dir keine Klackerschuhe. Doch. Ach so, das Schuhe. Meint sie. Doch. Das kann man jetzt auch falsch verstehen können. Du provozierst mit diesen Schuhen. Ich kaufe dir gar nichts mehr. Mara, du brauchst. Nee, wenn überhaupt, Marlene hatte recht. Es werden hier keine Klackerschuhe gekauft mit Absatz oder so ein Gedöns. Wenn, dann werden ein paar Sportschuhe geholt. Und ich hole die Schuhe. Also normale wenn Schuhe halt einfach. Mara, direkt zu Mama gehen, weil dann werde ich nämlich richtig pissig. Nein, hör mal jetzt auf. Das reicht. Ich hatte vielleicht gar keinen Bock mit dir einfach. Okay, dann lassen wir es. Stimmt. Ja, das reicht. Ich mit dir mit. Okay, mach das. Ich kaufe mir trotzdem Schuhe. Ja, ja. Marlene? Ja? Hörst du jetzt auf? Ich würde dich gerade am liebsten treten. Ja, mach. Wo willst du hin? Hör jetzt ich auf. Was ist los bei dir? Ja. Kommst du nicht? Hey, Fräulein, jetzt reicht's. Gefragt, ich beschütze wohin? Dich gerne, aber lass es sein. Ja, aber sie hat gefragt, wohin? Nee, sowas sagt man nicht mal in den schlimmsten Träumen, Mara. Hast du mich verstanden? Ich habe mit dir gesprochen. Ja. Nicht da hochklettern. Warum nicht? Es hat einen Grund, warum das da so abgesperrt ist. Kannst du mich nicht so anfassen? Weil es sieht aus, als wenn du mich hier gerade... Mara, es ist mir egal, wie etwas aussieht. Wenn ich mit dir reden möchte, dann möchte ich mit dir reden, okay? Ja. Und hör auf, so eine bösen Sachen zu sagen. Ich möchte nicht mal, dass du sowas denkst. Okay? Ja, ich hab dich doch angeguckt. So, das erste Mal eine Aufnahme mit Handy, weil ich nochmal was dazu sagen möchte. Zu dieser einen Auseinandersetzung von Mara und Marlene gestern. Also ihr könnt euch jegliche Kommentare sparen, warum ich so etwas zeige. Warum habe ich das gezeigt? Es ist einfach passiert, als ich die Kamera anhatte. Diese Konfrontation zwischen den Mädchen, so ist das Leben nun mal. Ich glaube, keine Geschwister sind immer lieb zueinander und auch mit fast 6 Jahren und Altersunterschied zoffen die Mädchen sich halt einfach mal. Und beide Mädchen haben gesehen, dass ich die Kamera anhatte. Es gibt einfach auch Grenzen, na klar, die ich einhalte, wie Privatsphäre oder wenn ein Nein stattfindet, stattgefunden hat. Ich fand es aber okay, euch zu zeigen, dass bei uns sowas auch passiert. Ich finde das völlig normal. Ich lasse euch auch daran teilhaben, wenn ein Familienmitglied gestorben ist oder sonst irgendwas. Ich meine, ihr seht hier Daily Vlogs. Das ist ja eine Serie, wo wirklich authentische Dinge passieren, weil sie einfach passieren, weil es das Leben ist. Genauso wie eine unaufgeräumte Wohnung oder ein Wäscheständer da rumsteht oder sonst irgendetwas.
Deswegen habe ich das hier drin gelassen. Also ihr könnt euch dazu wirklich jeglichen Kommentar sparen. Aber ihr könnt mir trotzdem gerne eure Meinung dazu schreiben. Unten in die Kommentare, wenn ihr wollt. Zu der Situation an sich. Nicht dazu, dass ich das gezeigt habe. Weil ich finde, das gehört einfach dazu. Es ist nicht immer alles Liebe und heiti-teiti und ja. Nur, dass ihr das schon mal wisst, dass ich mir wirklich darüber Gedanken gemacht habe, ob ich euch das zeige oder nicht. Aber warum nicht? Es gehört nun mal dazu. So, jetzt könnt ihr weiter gucken. Komm, Schatz. Marleen? Provoziert du lachst. Sie so, sie sagt, Marleen? Nee. Ich finde das beschuss. Guck mal, wenn du einmal die Tür anfasst, ey, dann... Ich hab sie nicht mal angefasst, Alter. Du bist durchgelaufen, reicht schon. Ich mach, ja, ich mach eine Elfe aus dir, ich sag dir das. Ich mach auch gleich mal eine Elfe aus dir. Guck mal, jetzt einfach so Knickohr so. So laufe ich. Sehr leer hier. Wo ist unser Auto? Wo haben wir nochmal geparkt? Scheiße, das Auto ist weg. Ey, wenn ich später ein Auto habe. Wenn ich später ein Auto habe, ne, dann finde ich das nicht mehr wieder. Ich nehme den hier hinten. Ganz ehrlich, stell dir mal vor, ich finde das einfach nicht mehr wieder. Ja, das traue ich dir sogar zu. Das traue ich mir auch zu. Ich glaube, ich lasse das shippen. Ich denke, das so. Was? Ja, ich weiß. So, ich Leute, weiß. Ich zeige euch mal kurz meine Schuhschüsse. Warte. Musik muss ich ja mal ganz kurz angeben. Naja, eigentlich nicht angeben. Ich habe mir eigentlich so Basic-Schuhe gekauft, die man jeden Tag tragen kann. Ja. Hallo, meine lieben Freunde. Die Nike Zoom. Zoom? Zoom. Okay. Ja, eigentlich wollte ich mir zwei Paar kaufen, weil die halt günstig in Anführungszeichen sind als andere Schuhe. Sie haben halt in Anführungszeichen nur 90 Euro gekostet, weil andere Schuhe sind ja teurer, ne? Ja. Und da habe ich mir ausgerechnet, zwei Schuhe sind 180 Euro. Und das wäre halt, Mara, machst du so bitte leise? Also es wäre halt schon teurer gewesen, aber halt, man muss halt denken, für zwei Paar Schuhe. Dann wollte ich das andere Paar auch kaufen, genau die gleichen in einer anderen Farbe. Sagt er, haben wir nicht mehr. Wir haben nur 38,5. Ich ziehe an, zum Kleid. Was brauchst du? 39. Ja. Dann bist du jetzt wirklich bei mir angelangt. Oh. 38,5 ist mir schon zu klein jetzt. Also zumindest bei den Schuhen. Kommt da ein Auto? Nee, ne? Nee. Ja. Auf jeden Fall war ich dann sehr enttäuscht. Weil die waren echt schön. Die waren so weiß mit so einem peachfarbenen Verlauf. Ja, vielleicht gibt es die ja nächste Woche oder so nochmal. Mal gucken. Ich habe eine Wimper im Auge. Ja. Wollte ich euch schon mal zeigen. Genau, und Mara hat sich gekauft die 720er. 720 in Schwarz-Anthrazit. Schwarz-Anthrazit. Das sind die, die ich in weiß-pink habe. Weil bei Mara passt einfach schwarz am besten, weil sie halt so ein kleiner Junge ist. Ich bin kein Junge. Nein, sie ist kein Junge, aber sie ist ein Draußenkind. Und das sieht man enorm an ihren Schuhen. Ich bin ein Drinnenkind, deswegen kann ich mir schneeweiße Schuhe abholen. Nee. Ja, aber das war nur wegen Schule. Würde ich nicht in die Schule gehen, dann würde ich mir 1000 Paar weiße Schuhe kaufen. Ja, ist halt immer so, einer tritt drauf, dann habe ich keinen Bock mehr auf die Schuhe. Im Übrigen haben die beiden sich wieder vertragen und sie sind zusammen Schuhe kaufen gegangen. Und Marleen hat sogar innerhalb der ersten 5 Minuten für Mara ein paar Schuhe gekauft. Zu ja, klein. Vor allem, sie wartet da und so einfach so. Was? Hä? Okay, alles gut? Hä? Und ich habe heute einen Verkäufer angesprochen. Nein! Ob er mir die Schuhe in 39 bringen kann. Nein! Ich habe es selber gemacht. Vor allem einen mit Locken. Ja, so Dreadlocks. Ach so. Das war so wie Unge. Unge, wie er früher aussah, weißt du? So Ach ungefähr. So. In welchem Laden? Onigo. Und was ist mit, wart ihr auch bei Götz? Weil da sind ja auch die Schuhe eigentlich. Da waren wir nicht. Ich hatte nur die drei Läden im Kopf, wo die imaginiert. Ach so. Und ja. Vor allem, ich wollte mir bei Snipes, ich war so kurz davor, mir die in Orange zu kaufen, ne? Mit diesen heftigen Orange. Und dann habe ich mir gedacht, nee, ich glaube, es gibt ja noch ein paar coolere. Und dann sind wir zu Onigo gegangen und wollte ich die sofort haben.
Ja, Marlin, ey, wir danken uns so alle. Stell dir mal vor, du hättest sie jetzt gekauft. Ja, dann hätte ich richtig Arschkarte gehabt. Lol. Ich hab Hunger, Mama. Guck mal. Nur weil du Salat isst, dürfen wir jetzt nichts mehr essen, oder was? Doch, ihr könnt euch Nudelsuppe machen. Nein. Ihr könnt... Du kannst... Ich esse Yum-Yum. Genau. Ich esse auch Yum-Yum. Du hast 3 Packungen. Ja. Schön, dann ey, das darf man nicht sehen. Was denn? Warum darf man das nicht sehen? Weil in meiner Bio Save the Turtle steht und ich mit Plastik hier rumrenne. Das will ich nicht. Wurde ich auch schon einmal gehatet für. Ja gut, aber dafür kannst du ja nichts. Es sei denn, du halt, nimmst jetzt immer einen extra Koffer mit, wo alles aus Metall drin ist, was du dann immer benutzen kannst. Nein, aus wiederverwendbarem Plastik, was oder einmal so hergestellt wird und dann nicht mehr. Habe ich auch einen zu Hause. Ich glaube, da ist Schimmel drin, deswegen traue ich mich nicht, den aufzumachen. Ist dein Ernst jetzt? Ja, der rote, ne? Ja, Mann. Alter, der silberne mit dem roten Deckel. Ja, ja, ach du meine Güte. Du machst mal fast einen Käseanstieg, das in der du Bares gerettet hast. Oh mein Gott. Deswegen, aber ich mach's jetzt demnächst, versprochen. Mann. Ich freue mich schon auf meine Flasche. Ich freue mich schon. Kann man das auch in so eine Flasche reinfüllen lassen? Ja, klar. In alles? Ja, eigentlich weiß ich nicht, ob in alles, aber in deine wiederverwendbaren Starbucks-Becher, ja. Ja, und in meine... Das ist jetzt kein harter, ne? Das ist... Ach so, okay. So, ich bin ja jetzt zu Hause. Meine Wimpern habe ich euch jetzt noch nicht so richtig gezeigt. Das zeige ich euch morgen früh nochmal. Ich habe auch ein Vorher-Nachher-Foto gemacht, beziehungsweise ein Vorher-Foto. Ein Nachher-Foto mache ich morgen früh einfach. Ich bin jetzt einfach zu müde und zu genervt und sowas alles. Vorhin die Situation mit Mara und Marlene. Nervt mich total und sowas stresst mich immer hochgradig. Dieses Zerfleischen untereinander ist ätzend. Ja, keine Ahnung. Teilweise hat Marlene recht, teilweise hat Mara recht. Aber im Endeffekt, wenn ich mich umdrehe, stacheln sie sich beide gegenseitig auf. Wenn ich mich dann umdrehe, dann sehe ich den einen und den anderen nicht. Und dabei war der andere schuld. So. Wisst ihr, was ich meine? Das ist total anstrengend manchmal mit den beiden. Es geht hauptsächlich um so fieses Auslachen, fiese Gestiken. Und da ist Marlene ein Ast drin und ich werde jetzt auch gleich nochmal nach oben gehen und ihr nochmal den Kopf waschen. Weil ich, also es gibt für mich nichts Schlimmeres, als wenn sich ein Kind von mir unterdrückt fühlt. Ich glaube, unterdrücken ist ein ganz gutes Wort. Oder sich minderwertig fühlt. Weil der andere versucht, ganz großen Druck aufzubauen. Und das kann Marlene sehr gut. Und das versuche ich gerade aus Marlene auch rauszubekommen. Und ich meine, na klar, mit 15 Jahren, man hat keine Lebenserfahrung wirklich. Man versucht, sich selbst zu finden. Man will sich durchsetzen, dass ich auch alles verstehe. Auch mir gegenüber verstehe ich das, keine Frage. Ich wollte auch meine eigenen Sachen führen und durchziehen. Und meine Eltern, also ich habe mich auch immer unverstanden gefühlt, was meine Schwester angeht. Das ist aber heute noch so, aber da gehe ich jetzt nicht weiter drauf ein. Ja. Es ist schwierig manchmal so zwischen zwei so ein Mädchen und ich dachte, dass dieser große Altersunterschied mir das erspart. Oh, ist aber leider nicht der Fall. Aber nun gut, das ist egal. Also es ist nicht egal, sondern ich kläre das jetzt. Ich gehe jetzt gleich nochmal hoch zu den beiden und rede mit Marlene und natürlich auch mit Mara. Ich meine, dass Mara ein aufgewecktes Mädchen ist, die sehr gerne redet, durch die Gegend springt und Aufmerksamkeit braucht und an sich zieht. Das weiß jeder. Jeder, der sie irgendwie 5 Minuten erlebt hat, weiß das. Und Marlene ist halt eher ruhig und sehr selbstbewusst. Ja, also beide Mädchen sind halt komplett unterschiedlich und
dass das Bedürfnis natürlich nach ganz anderen Dingen. So. Also was so die Bindung zu den Eltern angeht. Oder Matthias? Kannst du so auch so unterschreiben, oder? Ja. Dass Mara und Marlene komplett unterschiedlich sind und beide was Unterschiedliches brauchen? Ja. Ja. Und Maris braucht einen Tritt in den Po, klar. Klar musste er auch anfangen, Nein zu akzeptieren, das weiß ich selber. Und genauso wie, was ich eigentlich noch schlimmer finde, ist, sobald wie ich anfange zu reden, sei es in der Sprachnotiz, sei es mit der Kamera, sei es mit einer Person, dass er oftmals versucht zu unterbrechen und meine Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Was aber nicht geht. Und da versuche ich gerade verschiedene Wege, ihm zu vermitteln, dass er kurz warten muss. Und ja, ich schicke ihn sogar manchmal raus auf den Flur und dann muss er auf der Treppe warten, bis ich fertig bin mit Reden, beispielsweise. Also ganz untätig bin ich da nicht, ihr seht es nur nicht. Manchmal ist es so, dass ich dann einfach nur die Krisensituation drinnen lasse und nicht das, wie ich handle, beispielsweise. Ja, es ist egal. Es ist ja auch nicht so, dass nur weil ihr nicht seht, wie ich duschen gehe, dass ich nicht duschen gehe. Wisst ihr, was ich meine? Nur weil ihr sie nicht seht, dass ich Sport mache, heißt es nicht, dass ich keinen Sport mache. Doch. Nein, heißt es nicht. Nee. Nur weil ihr nicht seht, dass ich Rohkost esse, heißt es nicht, dass ich das nicht tue. Und zumindest laufen wir ein paar Mal am Tag daran vorbei. Mindestens. Ich hab's mir auch schon mal angeschaut. Näher. Ja, hast du? War nicht so begeistert. Nee, seit meinen Bauchschmerzen, also diese Oberbauchschmerzen, habe ich immer, wenn ich mir irgendwas im Mund stecke, quasi Angst, dass meine Schmerzen schlimmer werden können. Und dann überlege ich immer zweimal, ob ich das jetzt essen muss oder nicht. Kommentare machen. Nummer 1. Ist mit deinen Schmerzen alles besser geworden? Ja. Also ich versuche jetzt wirklich seit 3 oder 4 Tagen unverarbeitete Lebensmittel zu essen oder beziehungsweise immer frische Sachen mit zu verarbeiten. Klappt ganz gut. Heute Abend habe ich zum Abendbrot einen Salat gegessen. Einfach nur Eisbergsalat mit Petersilie. Klappt gut. Oder Tomaten, Zwiebeln, alles Mögliche halt roh. Was war noch? Was wolltest du noch beantwortet haben? Die nächste Frage ist, habt ihr euch denn jetzt schon entschieden? Nein. Also ja, nee. Was ist los? Du bist auch so ein Sorgenkind heute hier, ne? Charlie? Charlie? Komm mal her. Schatzi, was ist denn da los? Hm? Die ist total... Wie nennt man das? Anhänglich. Anhänglich, ja. Sie ist total... Sie braucht total viel Nähe und... Belagert Maris, belagert jeden irgendwie. Sie, und wenn sie nur neben dir sitzt. Matthias hat das vorhin auch schon so gesagt und sagt da so, na nicht, dass die jetzt so ihre letzte Aufmerksamkeit sich holt. Boah. Die haben wir, da war Marlene 2,5 Jahre alt. Also die Katze müsste jetzt 13 werden, glaube ich. Oh, tut mir leid, Leute. Okay. Ich labere euch jetzt auch nicht weiter voll. Es ist 22 Uhr, müssen wir ins Bett und ich mache jetzt Maris nochmal fertig schnell und dann legen wir uns hin. Und Thema Schlafzimmer, was ich euch erzählt habe, guckt mal da, hängen jetzt die beiden Bezüge von der Matratze. Ja, morgen mache ich weiter, immer Stück für Stück, ne Mali? Mich da durchkämpfen. Das ganze Bett ist abgezogen, morgen wasche ich die Bettwäsche, beziehe das Bett neu. Dann sind die Dinger ja trocken. Und dann hoffe ich, dass das so seinen Gang geht da oben. Ja. Ja, ist scheiße. So ein geiler Raum da oben, oder? Aber wir müssen das Bett umstellen, sonst schlafe ich da oben nicht. Das ist mein einziges Ultimatum, was ich habe. Ja, wenn man das machen kann. Ich will unterm Fenster schlafen. Ich würde mal sagen, zum Duschen schnell, weil ich rieche. Ich würde das ja gerne deinen Zuschauern beschreiben, aber... Das, was wir von uns für euch bis morgen um 18 Uhr. Gute Nacht. Tschüss. Schnell weg. Schnell weg.